Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir nochmal einen kleinen Rückblick. Ich meine, das Jahr 2020 ist jetzt endlich vorbei. Ich glaube, man kann wirklich endlich sagen. Ich hoffe sehr, dass wir 2021 ein besseres Jahr haben, dass wir hoffentlich auch mal wieder in die Stadien gehen können. Gut, das konnte man ja zwischenzeitlich mal wieder, zumindest zu einer kleinen Anzahl. Ich hoffe sehr, dass wir Corona in den Griff kriegen und irgendwann, hoffentlich im nächsten Jahr, wieder guten Gewissens volle Stadien und zumindest halbvolle Stadien sehen können, ohne dass es irgendwelche negativen Folgen hat. Das wäre so mein persönlicher Traum. Ja, und ich habe heute mal 5 Spiele rausgesucht, die für mich so meine Top 5 Fußballspiele dieses Jahr waren, trotz keine Zuschauer. Wobei, ich muss sagen, 1-2 Spiele davon waren noch unter Zuschauern. Wir fangen mal direkt an mit Partie Nummer 1, die ich ausgewählt habe. Und zwar Liverpool gegen Atletico. Es war für mich ein unfassbares Spiel. 3-2 ging es aus für Atletico Madrid. Ein Rückspiel, nachdem sie das Hinspiel zu Hause in Madrid 1-0 schon gewonnen hatten. Liverpool führte mit 2-0. Man dachte, sie drehen das Ganze um. Ich glaube, es war noch eines der letzten Spiele, bevor wegen Corona quasi die Zuschauer alle nicht mehr rein durften. Und ja, es ging dann 3-2 für Atletico aus und sie warfen Liverpool, den Vorjahressieger, total überraschend raus, treten es Morata noch irgendwie, ich glaube, in der 120. Minute. Es war ein Spiel, was mich total gefesselt hat, was ich echt spektakulär zu anschauen fand. Ich glaube, der Torhüter von, soweit ich mich noch erinnern kann, von der Satzkeeper von Liverpool machte einige Fehler und Liverpool hat das ja so in der Champions League mit seinen Torhütern und den Fehlern. Total ärgerlich, Adrian war im Tor und ja, sie flogen raus. Also das Spiel war auf jeden Fall auf meiner Liste von den Top 5 Spielen, fand ich äußerst spektakulär, wie Atletico oder Liverpool einfach mal eben so rausgekickt hat. Übrigens, schreibt mal eure Top 5 Spiele bitte in die Kommentare. Ich will mal wissen, was ihr so am krassesten fandet, welche Spiele euch am meisten beeinflusst haben. Schreibt es mir sehr, 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 sehr gerne in die Kommentare. Wir kommen zu Spiel Nummer 2 und ich glaube, das hat wirklich jeder hier drin erwartet. Barcelona gegen Bayern 2-8. Ich weiß nicht mehr, was ich noch so viel dazu sagen soll. Ich habe gefühlt 1 Million Videos drüber gemacht. Piqué, der danach den Rücktritt angeboten hat. Das war so eine Machtdemonstration, die ich zum letzten Mal gesehen habe beim 7-1 von Deutschland über Brasilien. Das war einfach, das war wie ein Erstligist gegen einen Drittligist und das in der Champions League so vorgeführt zu werden. Ich glaube, davon wird sich Barcelona wirklich einige Jahre brauchen, um sich davon zu erholen, weil dieses Spiel wird immer über ihnen schweben. Wenn sie nochmal gegen die Bayern jemals spielen sollten in nächster Zeit, dann wird es spannend zu sehen, wie sie sich dann präsentieren, wie sie dann auftreten werden. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil da muss ja eigentlich der Rachegedanke hoch sein. Wenn du so gedemütigt wirst als Topspieler. Ja, und was dann mit Barcelona geworden ist, Suarez gar nicht mehr da, Messi gefühlt auch schon halb weg. Also Barcelona ist ein einziger Scherbenhaufen, auch wenn sie jetzt heute gesagt haben, sie wollen Haaland holen oder sie werden Haaland holen oder keine Ahnung was. Also für mich ist Barca liegt gerade komplett in Trümmern und ich bin gespannt, wie sie da rauskommen wollen und wie sie das schaffen werden. Da bin ich äußerst gespannt und ja, dieses 2-8. Ich habe es mit meinem Vater geguckt, das Spiel, und wir haben es wirklich kaum, wir haben gedacht, wir gucken aus Versehen eine FIFA-Übertragung oder so, weil jede Sekunde gefühlt ist ein Tor gefallen, vor allem am Ende. Coutinho kam rein, machte nochmal 2 Tore. Kimmich macht ein überragendes Spiel, nämlich das Spiel seines Lebens. Also unfassbar, wie einfach Bayern so abgezockt und einfach so unfassbar pfiffig das ganze Spiel runtergespielt hat und so viele schöne Situationen noch, zum Beispiel Alphonso Davies, wie er Semedo ausgetanzt hat, an der Seitenlinie ihn reinlegt und ich glaube Kimmich drückt ihn dann über die Linie, also Wahnsinn einfach, was dieses Spiel für Geschichten geschrieben hat und wie es auch gezeigt hat, wie dieser Fußballriese Barcelona, wie sehr der am Boden liegt. Ja, das hat dieses Spiel wirklich schockierend aufgezeigt und ich glaube, wie gesagt, von diesem Spiel wird Barca sehr, sehr, sehr lange brauchen, um sich zu erholen und deswegen, solche Spiele, die guckst du nur alle paar Jahre mal. Das war wirklich, vielleicht war es sogar ein Jahrzehntespiel, ein Jahrhundertspiel. So ein, ich glaube, in diesem Modus der Champions League, also was war das denn überhaupt? War das das Viertelfinale? Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, eine hohe Niederlage hat es da noch nicht gegeben in der Champions League. Und das ist halt wirklich heftig. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Wenn die Bayern, ich sie einmal hier positiv erwähnt habe, jetzt auch mal ein Spiel, wo sie nicht so gut bei wegkamen. Das war für mich so, wo man Underdog gewonnen hat hoch. Und zwar Hoffenheim gegen Bayern 4-1, wo Kramaric gefühlt sein Spiel des Lebens machte, wo die Bayern mal ordentlich eine draufbekommen haben. Was einfach so spektakulär war, weil zu diesem Zeitpunkt die Bayern noch so als unbesiegbar gehalten, als wirklich krass gehalten, wo sie gefühlt alles gewonnen haben. Den Supercup gegen Sevilla, ein sehr hart umkämpftes Spiel, Champions League Triple geholt haben. Da kommt auf einmal Hoffenheim und schlägt sie mal 4-1. Natürlich musste da sehr viel zusammenkommen. Und natürlich kann keine Mannschaft der Welt, egal wie gut sie ist, jedes Spiel hoch gewinnen. Das ist unmöglich. Und diese Dominanz der Bayern hatte da mal so einen kleinen Knackser bekommen.
von dem sie sich aber sehr leicht und sehr schnell auch wieder erholt haben. Also muss man natürlich auch sagen, selbst wenn die Bayern mal einige Spiele nicht gewonnen haben, sie kamen sehr schnell wieder zurück und liefern einfach eine extrem stabile Leistung. Ja, gewinnen jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen, haben sie ja letztens gewonnen, quasi noch in letzter Sekunde mit Lewandowski und sind jetzt halt auch wieder vorne. Also die Bayern, die lassen sich nicht unterkriegen. Das ist unter Hansi Flick einfach unfassbar. Und natürlich kannst du nicht jedes Spiel gewinnen. Dieses Spiel gegen Hoffenheim, das hat mich mal gefreut. Einfach nicht, weil ich jetzt die Bayern unbedingt verlieren sehen will. Natürlich so klein bisschen freue ich mich dann doch mal, wenn eine andere Mannschaft gewinnt, aber es war einfach mal schön zu sehen, dass die Bayern eben auch nochmal schlagbar sind. Deswegen war das für mich auch so eines der Highlights. Also einmal habe ich pro Bayern-Spiel, einmal ein Gegen-Bayern-Spiel hier auch mit reingenommen. So, eines der nächsten Spiele, was ich hier drin habe, ist tatsächlich der BVB gegen Augsburg. Das müsste auch noch vor Zuschauern gewesen sein. Ja, Augsburg führte zeitweise und der BVB drehte das Ganze und es ging im Endeffekt 5:3 aus. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Das Spiel ist mir deswegen so sehr auch in Erinnerung geblieben, weil einfach Haaland eingewechselt wurde. Damals noch recht neu beim BVB, komplett neu quasi. Der Brecher mit dem Babyface. Und er kam rein und schoss einfach einen Hattrick. Und Dortmund drehte dieses Spiel zum 5:3 und das ist unfassbar. Und das sind diese Geschichten, die der Fußball einfach schreibt und die man so sehr liebt. Also deswegen, ich kann nichts mehr erwarten, als dass man ins Stadion wieder gehen darf und dann solche Spiele passieren. Ich meine, natürlich, vor dem Fernseher ist das auch schön, ist das auch cool. Und es gab auch tolle Spiele ohne Zuschauer, aber so, wie geil wären solche Spiele immer gewesen, wenn Zuschauer da gewesen wären, die 2:8. Stellt euch das mal vor, mit Publikum zum Beispiel Bayern gegen Barca. Unfassbar, wie das gewesen wäre. So, das ist man natürlich irgendwo traurig. Und ich hoffe, dass es bald wiederkommt und dass wir bald alle wieder ins Stadion gehen dürfen und wieder jubeln dürfen, mitfiebern dürfen und die Spiele gedreht werden, die Führung wechselt. Das sind doch die Spiele, über die man noch jahrelang redet und die man so sehr liebt. Und wie gesagt, von Haaland war das echt, das war, glaube ich, sogar der Anreiz, warum ich dann diesen Haaland-Song auch gemacht habe. Also, Wahnsinn, was er da geleistet hat. Und bis heute ja, ist er sehr super beim BVB. Jetzt gerade natürlich verletzt, aber bald auch wieder am Start hoffentlich. Und da freue ich mich sehr, wenn er wieder da ist, weil der BVB ist mittlerweile schon ein bisschen abhängig im Sturm von ihm. So, als letztes Spiel habe ich nochmal ein negatives Spiel drin. Das muss man aber fairerweise auch zu den krassesten Spielen dazu zählen. Und zwar das 6:0 von Spanien über Deutschland in der Nations League. Also da wurden wir komplett gedemütigt. Und da wurde mir spätestens klar, dass man was tun muss, auch auf der Trainerposition der deutschen Nationalmannschaft. Auch wenn man dort ja, sehr treu gegenüber Löw noch scheint, zumindest einige Leute, und er weiterhin im Amt ist. Für mich spätestens nach diesem Spiel hätte man da die Reißleine ziehen müssen. Ich finde es sehr schade, dass er noch weiter da ist. Ich finde, man braucht da wirklich mal frischen Wind. Und dieses 6:0, das war wirklich einfach peinlich. Das war einfach, da habe ich mich so sehr aufgeregt, wie ich gesehen habe, wie die Spanier einfach sich so easy durch unser Mittelfeld kombinieren durften, wo einfach überhaupt gar nicht angegriffen wurde, wo keine Spannung war, keine Leidenschaft, wo auch keine Taktik, da war einfach gar nichts in diesem Spiel drin. Und die 6:0 war folgerichtig und auch absolut verdient und hätte sogar noch viel höher ausfallen können. Also das war die schlechteste Leistung, die ich, glaube ich, jemals von der deutschen Nationalmannschaft in meinem Leben gesehen habe. Und wir haben die WM 2018 gesehen, Freunde. Das war auch schon teilweise eine Fehlleistung, die dort abgerufen wurde. Ja, dementsprechend habe ich dieses Spiel dann hier fairerweise dann auch nochmal reingenommen. Was sagt ihr, Freunde? Eure Top 5 Spiele, krassesten Spiele, emotionalsten Spiele, haut sie mir in die Kommentare. Ich freue mich sehr. Wir sehen uns später wieder. Und denkt dran, haltet den Ball richtig. Flach und guten Rutsch natürlich, Freunde. Ganz klar.